Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Ich bin's wieder, euer Hellot 1986, der sich wieder durch den Dschungel schleicht, Spaß mit Far Cry hat und wahrscheinlich sich nachher selbst die Kante geben wird, damit dieses hier endlich mal ein Ende hat. Nein, das werde ich natürlich nicht machen, aber ich werde versuchen, hier irgendwie halbwegs vernünftig durchzukommen, denn heute ist ein etwas lauerer Tag im Jahr 2010, wo mir eben gerade nur 3 Wachleute eingezeichnet werden. Es sind doch nie im Leben nur 3. Wir müssen dann... Ach, der Bekloppte schießt schon auf mich. Jetzt kriege ich den dummen Heli nicht getroffen, ey. Ist doch nicht wahr. Wahrscheinlich sind die anderen, natürlich sind sie jetzt alarmiert. Laufen auch schon volle Kanüle in meine Richtung. Danke, hast du gut gemacht. Super, hast mich abgeschossen. Herzlichen Glühstrom. Super Start in den Tag. Eindeutig. Wir haben zwar 1 Uhr und 4 Minuten des Nachts, aber für mich war das jetzt ein super Start in den Tag. Darauf ein Schluck Mexomix. Kühler, kalter Mexomix. Ja, meine neuen Sachen laufen ja, beziehungsweise auch mein neues Programm läuft ja jetzt, Sommerpause habe ich es genannt. Ich weiß nicht, ob ich das so durchziehe, aber ihr werdet es sehen, wie es laufen wird. Ich will jetzt wissen, wo der dumme Heli ist, damit ich den loswerden kann. Ach, kein Schuss dafür, kein Schuss dafür. Wunderbar, dann muss ich ihn wohl damit bekämpfen. Ich muss ja im Endeffekt nur den Bordschützen ausschalten. So, lass mich raten, ihr drei seid da hinten wieder unterwegs. 1, 2, 3. Alle Chancen vorbei. Nicht ganz, aber fast. Nein, was seht ihr denn? Ihr könnt mich gar nicht gesehen haben. Ihr wisst gar nicht, dass ich existiere. Lasst mich einfach in Ruhe. So, jetzt ist auch der dritte eingezeichnet. Wunderbar. Und da ist der dumme Heli. Jetzt komm schon her! Oh, ich kann den nicht eher weg, bevor ich den Heli nie ausgeschaltet habe. Und der Heli fliegt ihm gerade so bescheiden, dass ich ihn nicht ausschalten kann. Dann muss ich mich wohl erstmal um euch kümmern. Oh, ein erledigt. 2 erledigt. Von 3, beziehungsweise 3, die mir angezeigt wurden, sind einer erledigt worden. Und da kommt einer gelaufen, den habe ich auch erledigt. Und da kommt noch einer gelaufen, den habe ich auch erledigt. So, haben wir die schon mal aufgeräumt. Dann können wir hier ja mal weiter gucken. Und ihr wundert euch bestimmt, was ist jetzt los? Der Hellot hat Skill. Das liegt daran, nicht ganz so schwitzig, nicht ganz so schweißig. Und ja, meine Maus ist nicht ganz so nass, deswegen läuft das hier etwas besser. Deswegen kann ich auch mal eine Zigarette ziehen. Ich will auch gucken, wo dieser dumme Heli ist. Oh, ey. So was Nerviges. Hätten sie doch einfach auch weglassen können. So, Munition. Nimm mal Munition her. Her damit. Meine Munition. Muss aber gleichzeitig vorsichtig sein. Meine Anzeigen achten. So. Da wird mir einer eingezeichnet. Ja, einer ist eine Menge. Einer ist mehr als keiner. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist los? Kannst du mich nicht sehen? Hallo, hier. Ich bin komplett in Rot gekleidet. Och, komm schon. Ey, ist doch nicht wahr. Wie viel Schuss in den Kopf willst du denn noch haben? Ist das Crow gewesen? War das Crow vielleicht? Wenn das jetzt Crow war, dann bin ich ziemlich stolz auf mich. Denn Crow mal so nebenbei zu erledigen, ist nicht allzu einfach. So, einen erledigt. Davon ist noch, aber noch einer. Ich sehe ihn. Der ist auch weg. Wo ist der da hinten? Ich sehe ihn nicht. Da ganz hinten. Den habe ich auch erledigt. Aber hier ist noch einer. Au, 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 au. Ich habe nicht mehr allzu viel Leben, aber ich habe Crow erledigt. Also muss ich jetzt vorsichtig sein. Verdammt. Ich hoffe, das war Crow. Wenn es nicht Crow war, dann war das... Shit. Okay. Ah, hier ist noch irgendwo einer. Oh ja, genau. Nein, 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 Maus.
Hier ist noch irgendwo einer. Ich habe was zur Hölle gehört. Da links ist er. Den habe ich auch erwischt. So, sind hier noch welche? Nein, wir haben es geschafft. Sie sind also der berühmte Dr. Krieger. Wer ist da? Werden Sie noch früh genug erfahren. Ich bin beim LKW. Wissen Sie denn, wie die Seher das dann? Jack, wenden Sie sich. Ja? Ich bin auf dem Weg zu Ihrer Position. Sie haben den ganzen Keller und Verdammt. Jack! Bingo! Jetzt wissen wir, wo Sie das Mutagen herstellen. Er hatte außerdem noch die Aktivierungssequenz für eine Atombombe bei sich, mit der sie bestimmt ihre Spuren verwischen wollten. Oh klar, ab jetzt wird bestimmt alles ein Kinderspiel. Na klar. Oh, was eine geile Cutscene. Das ist die erste. Richtige. Behalten Sie nur schön den Dschungel im Auge, Jack. Wow. Jetzt, wo etwas Zeit ist, nennen Sie mir noch mal ein paar Details. Krieger war ein leitender Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums. 90, 60, 90. Spezialgebiet genetische Verbesserungen an Menschen. Die Trigen. Genau. Und wo kommt die CIA ins Spiel? Der Armeegeheimdienst hat Krieger wegen unerlaubter Tests an Menschen gefeuert. Danach hat der Kerl sich selbstständig gemacht und wir haben ihm Doll geschickt. Sind wir hier, um Doll zu retten oder um Krieger zu stoppen? Ich bin hier, damit diese Viecher nicht die Insel verlassen. Sie habe ich nur dabei, weil ich dachte, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Na, das ist ja ein Kompliment. Jo. Guter Junge. Laut Doyle ist ein Söldnerlager in dieser Gegend. Besuchen wir sie mal. Warum? Leute, nach dem Ladebildschirm. Jack, Val, habe soeben von der Einsatzleitung das Go bekommen. Wir haben die Situation ausgewertet. Der Hauptbereich soll zerstört werden. Wir müssen uns um zwei Dinge Sorgen machen. Um den Hauptbereich und um einen Außenposten. Wenn wir beides zerstören wollen, müssen wir uns die Atombombe besorgen. Die Atombombe? Sind Sie irre? Beruhigen Sie sich. Es ist eine Mini-Atombombe. Die Sprengwirkung reicht gerade mal aus, um die Einrichtungen zu zerstören. Abgesehen davon sind wir längst in Sicherheit, wenn die hochgeht. Ja, nee, ist klar. Aber wir sind wieder mit allem aufgefüllt. Ich habe in der Nähe ein kleines Lager entdeckt. Scheint mir der ideale Ort zu sein, um ein Fahrzeug zu borgen. Mhm. Das nächste Mal bitte mit Mundbewegung. Aber was mir aufgefallen ist, guckt mal Leute, da, schwarzer BH. Hatte die nicht gerade unter dem Wasserfall noch einen weißen BH angehabt? Und, trägst du andauernd BHs mit dir rum? Beziehungsweise, was ist das da für eine Kette? Das sah für mich in dem Video aus wie... Ja klar, auf den Arsch gucken dürfen wir auch nicht. Wie eine Ferrari-Halskette oder sowas. Total merkwürdig. Und so wie es aussieht, haben wir sie jetzt mit an den Backen, Hacken oder sonstiges. Aber wir haben hier ein paar Schuss wieder gesammelt. Und wollen wir doch mal direkt anfangen. Einer weg.